wir sind der VfL Bresilandorf, mittlerweile in der U12. Also der Großteil hat mit mir in der G-Jugend angefangen. Heute ist das erste Training nach ganzen 4 Monaten. Davor, ich glaube, Ende Oktober das letzte Mal trainiert. Und seitdem, ja, ist es dann eigentlich schon stillgelegt gewesen. Genug geredet jetzt, die Kinder sind schon da. Ich glaube, wir fangen jetzt mal an. So, oder? Ab geht's. Wir haben zwar eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo schon fast jeder drin ist, haben uns ab und zu mal abgeklappert, wie es einem geht, ob einem schon die Decke auf den Kopf fällt. Und vielen ist natürlich die Decke auf den Kopf gefallen, weil viele aber wirklich fast gar nichts machen konnten. Einige auch gar keinen Hof zu Hause haben, um Fußball zu spielen. Das Einzige, was wir so gemacht haben, ich hatte den Kindern allen einen Brief geschrieben zu Weihnachten, mit ein paar Bildern reingestellt und jeder hatte einen Wunschzettel, was er sich halt fürs erste Training wünscht. Ne? Und da wir heute das erste Training haben, werden wir es natürlich auch gleich umsetzen. Die meisten wollten halt spielen. Einer hat geschrieben, er möchte laufen gehen. Werden wir natürlich dann auch zum Abschluss machen. Und das Wichtigste ist halt wieder, dass wir alle zusammen sind heute. Und der Spaß steht absolut im Fokus. Und die Bewegung, dass alle halt wieder zusammen sein können. Habt ihr Bock aufs erste Training? Ja! Passkreis mit ein bisschen Dribbeln. Ja. Was den Amateursport betrifft, gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche, finde ich es wirklich sehr schwierig die letzten 4 Monate, was alles beschränkt wurde. Im Sommer haben wir auch mit Einschränkungen trainiert und das hat auch wunderbar geklappt, auch mit dem Hygienekonzept, dass wir das 4 Monate gar nicht machen konnten, obwohl das Wetter es zugelassen hätte, draußen zu trainieren, auch in Kleingruppen mit genug Abstand. Finde ich für gerade Jugendliche in dem Alter, Heranwachsende, für 4 Monate schon fast eigentlich grenzwertig. Weil Kinder mal eben, finde ich, systemrelevant sind. Ich finde es cool, dass wir wieder Fußball spielen können, weil wir lange Zeit zu Hause waren und wir dadurch, dass wir auch keine Freunde treffen durften, auch viel Langeweile hatten. Und auch durch das ganze Homeschooling und so mit den ganzen Videokonferenzen war eigentlich schon den ganzen Tag Schule und man hatte eigentlich nicht wirklich viel Abwechslung und konnte höchstens mit Freunden telefonieren oder über WhatsApp schreiben. Und war halt viel alleine. Und also ich finde es wieder gut, weil wir hatten jetzt lange keinen Sport mehr und saßen eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause rum. Und ich finde es cool, dass wir wieder trainieren können, weil man hier wieder richtig, also man hat wieder richtige Konditionen und man macht mehr Sport, weil zu Hause ist es immer so. Muss man sich immer aufraffen, dann rauszugehen und Sport zu machen. Und hier ist es einfach so, dann hat man Freunde, mit denen man spielen kann. Was ich hoffe, ist einfach, dass die Beschränkungen wegbleiben, so wie es jetzt ist. Natürlich kommt es ja dann auch auf die Zahlen ein bisschen an. Aber entschieden wurde jetzt, dass wir halt mit Kontakt trainieren dürfen, mit der ganzen Mannschaft. Wenn das wenigstens bis zum Sommer aufrecht bleibt, müssen wir auch vielleicht nicht unbedingt ein Punktspiel absolvieren. Vielleicht ein paar Testspiele, einfach um wieder reinzukommen. Ich glaube, das würde den meisten Kindern auch reichen, vielleicht nicht. Aber ich denke, man denkt auch ein bisschen minimalistischer und die Bewegung, der Spaß und der Teamgeist steht jetzt absolut im Vordergrund, dass die halt rausgehen, Spaß haben, mit ihren Freunden zusammen sind.